Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Dragon Age Inquisition. Liebe Leute, wow, oh Gott, schreckt mir doch nicht so, scheiße. Wir befinden uns hier im Lager, Dämmerlichtlager. Denn ihr habt vor, wir gehen jetzt Richtung Norden und holen uns dieses rote Lyrium. Also die rote Lyrium-Ader. Das war ja da, wo man... Oh, schaut's mal, okay, das brauche ich, die königliche Elfenwurzel. Ist ja das, wo wir irgendwie die Söldner alle umgebracht haben? Lager. Jetzt hat's gehängt. Okay, Eisen und so, das lasse ich jetzt mal. Ich kann nicht immer alles einsammeln. Er erhebt sich in die Luft. Ach so, da ist was. Wow! Ist das die Morrigan? Oder die... Ja, die Mutter... Naja, ihre Mutter, wie heißt sie noch? Ich weiß nicht mehr, aber die kann es ja theoretisch auch noch sein. Weil wir haben sie ja in... Hoppala. Im Dragon Age 2 ja gerettet eigentlich. 12! Ach du Scheiße, da darf man noch gar nicht hin. Rückzug! Das ist Todesgebiet. Oh. Leider geht's da nicht hin. Ich warne euch, da ist ein riesengroßer Drache. Ja gut, aber jetzt tue ich rasten. Das ist ja... Ich will jetzt keinen Heiltrank für das verschwenden, oder? Ein Spindelkraut. Mann, jetzt geht mein Plan geht nicht auf. Das ist natürlich blöd. Aber ich muss... Und vielleicht kann ich ja da alles außen um, aber ich lasse das erst einmal. Dann ist es gescheiter, wenn ich mich daher reise. Und dann einfach Norden. Oder sind vielleicht im Norden alle so stark? Vielleicht komme ich da noch gar nicht hin. Dann werden sie rausfinden. Und zwar jetzt. Ah. Wollte mich gerade beschweren, weil mir ist aufgefallen. Ah, oh, Schatzen, vielleicht muss ich ja da hin. Machenschaften der Kater. Nee, da ist ja die Tür verschlossen. Ach, das ist die Söldnerfestung. Ja. Söldner versetzen die Hinterlande in Aufruhr. Sie haben eine alte Festung in den Wäldern in Besitz genommen. Ich muss auf jeden Fall dahin. Ich hole mir dieses Lager da drüben. Was ich sagen... Ja, alles klar. Was ich sagen wollte. Ladezeiten in Dragon Age Inquisition. Katastrophe. Kann man nicht anders sagen. Katastrophe. So ewig lang. Also ein bisschen laut. Ich mache es ein wenig leiser für mich. Muss ich da jetzt noch hoch oder... Na gut, ich kann von da oben dann da runter. Naja, oder? Ja gut, aber wie komme ich denn da jetzt noch hoch? Das Problem habe ich schon einmal gehabt, liebe Leute. Ich erinnere mich. Ich gehe aus Num. Sörin, bitte. Sörin. Sarah. Okay. Einfach außen um. Ich glaube, da ist man einfach schneller aus, wie wenn man versucht, da auf dem Berg aufzulatschen. Aber ich hoffe, dass da halt jetzt da weitergeht. Geil, ich kann einfach durch... Mann, zählt das jetzt als Tod oder was? Das ist ja... Nee, das... Das war jetzt ein bisschen blöd. Okay, ich gehe noch immer genau darauf zu. Da haben wir dieses Gebiet eingenommen, ich kann mich daran erinnern. Ein Bär!
Welches Level ist wichtig? 8. Da hinten sind Bärenjäger wahrscheinlich. Hey, da, dann hat's mal drauf da. Huah! Macht da einen Roundhouse-Kick oder was? Überhaupt keine Hilfe. Ach du Scheiße. Der heut schon was aus. Ich will lieber einen Heiltrank. Denn wir haben ja gesehen, dass da hinten so komische Leute sind. Hallo? Teil der Erwarklinge. Wir nur gehen. Wir finden schon einen sicheren Ort. Und wo soll das sein? Die Magier und Templer werden noch die ganze Welt niederbrennen. Ich grüße euch. Ihr seid aber sehr gechillt. Für das, dass da ein Bär umhergelaufen ist? Ah! Das ist eine verkohlte Leiche. Bei einer Leiche gefundener Brief. Sie hat es uns ganz klar erklärt, Sohn. Dreimal um die gekrönte Statue. Die rechte Hand nah genug, um den Stein selbst zu berühren. Dann werden die Geister zuhören. Alles andere ist erledigt. Wir haben der Kirche einen Silberling gegeben. Oh nein, Betrug. Um Großvaters Leiche vor der Verbrennung zu bewahren. Und er ist in der Nähe begraben. Dreimal herum, immer nach rechts und die Geister werden ihn zu uns zurückbringen. Geh jetzt. Hab keine Angst. Irgendeine Statue. Die finden wir schon. Holz! Jawoll! Also sobald wir irgendeine Statue sehen... Dreimal rechts. Eine goldene ist gestanden, oder? Ist der goldene gestanden? Ich glaube schon. Was ist denn das Lustiges? Oh, Kristallsing. Da ist eine Statue. Beanspruchen. Nur mal was. Straße, Awarmutter, dritte Strophe. Hm, ja. Das brauche ich für irgendeinen Trank, brauche ich den Kristallsegen. Das weiß ich. Ah, oder für das? Ah, ja. Jetzt brauche ich nur 5 Obsidian. Was ist denn das da? Da habe ich jetzt eine Quest. Spiel mit dem Feuer. Bei einem Leichnam wurde... Ah ja, Schatz, es ist das. Und so nah, dass man die Statue... Soles, bitte schleich die. Soles, schleich die. Also ganz nah. Very nein, jetzt ist das. Habe ich aber große Kurven gemacht. Die hat eine Falle in... Aber sie eine Krone. Ich dachte, das schaut aus wie eine Bärenfalle. Oh, da ist wer! Moment, wer ist... Ich muss mir das jetzt einmal anschauen. Wer ist denn das? Ist das der Vater? Elite... Elite-Großvater. Ich bin nicht da. Wo ist er? Ah, der liegt am Boden. Beruhigt euch, er ist tot. Fest abgeschlossen. Hallo, Solo, ich hab gesagt, richtig. Gürtel der Geistresistenz. Und 2 Einfluss, weil ich den Großvater umgebracht hab. Alter, was ist mit dir los? Der kleine Fennec. Wollte uns überraschen, der kleine Stinker, ha? Huh? Ah, das ist sein Grab. Kann ich da irgendwelche Blumen hinlegen? Valamar. Warte mal, Valamar.
Okay, wir müssen uns nicht ablenken. Also wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Wir gehen jetzt dahin. Das ist noch Eisen. Ich brauche hier Obsidian. Ich kann mir vorstellen, dass das in dem Drachengebiet gibt. Das ist Dragostein. Ist nicht Obsidian irgendwas mit ganz viel Feuer und so? Was ist denn das? Tiefenpilz. Das Gebiet dort vorne ist gut gesichert. Seid auf alles gefasst. La 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 la. 8. Muss ich da durch? Ja, scheiße, muss ich echt genau da durch. Die haben uns bestimmt nicht gesehen, wenn ich jetzt einfach da so rüber gehe. Vielleicht ist er da, wo er geheim ist. Das muss ich jetzt sagen, das ist in Inquisition echt cool gemacht. Da ist noch ein Tiefenpilz. Den Tiefenpilz, ich glaube, mich zu erinnern, den brauche ich für die Lyrium-Tränke. Oh Gott, dann nehmen wir den Dragostein auch noch mit, wenn wir schon da sind, liebe Leute. Also, habe ich meinen Satz jetzt irgendwie fertig erzählt? In Inquisition gibt es immer sehr viele Geheimnisse, was man entdecken kann. Das gefällt mir sehr gut. Tiefenpilz. Was war das jetzt? Hat sie da gerade einfach geheilt, ohne meiner Zustimmung? Warum hat denn die jetzt vor mir so wenig Leben? Die, hat die vorher auch so wenig Leben gehabt, die Cassandra? Ja gut, Cassandra. Weißt, dass du bist. Kriegst du ein bisschen Heilung. Ich bin ja nicht so. Mal speichern. Okay, also. Ah, scheiße. Nein, ihr könnt vielleicht da umgehen. Aber das dann halt auch nur Feiglinge, ne? Ich probier's trotzdem. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn ich von da komme, dann kann ich die kleine Patrouille da erst fertig machen. Unsichtbar. Sie wollen abhauen! Leute, sie wollen abhauen! Da kommt er mit einer großen Keule. Wo sind meine Teammitglieder? Team! Team! Ja, scheiße, nimm lieber einen Heiltrank. Bam, bam. Weniger. Oh, scheiße, Mann. Okay, das ist ein harter Kampf. Okay, so lässt. Kann der Solis nicht irgendeine Heilung machen? Wiederbelebung. Na Gott, der kann nur wiederbeleben. Hey, warte mal, jetzt, warum spielst du mit ihm? Wieder ein Verdachter, der uns die Kraft ist eingefroren oder so, ha? Huh? Ja!
Warum kann ich nicht wiederbeleben? Hat er keine Mana mehr oder was? Wirkungsbereich, Angriffe, Möglichkeiten, ja, da geh ja gleich. Da bin ich. Oh, wo sehe ich eigentlich den Wirkungsbereich? Ne? Da bin ich genau drauf. Wow, das wird vielleicht sogar noch was. Ist er tot? Das ist sogar so ein lästiger Bogenschütze, Mann. Speichern. Leute. Das hat gut funktioniert. Aber bitte, muss ich, hör auf, du machst mich ganz wahnsinnig. Dragostein, das ist auch noch. Oh, gibt es da noch irgendwas? Ah, da hinten ist noch. Aber hey Leute, und was sagst du? Das war jetzt schon gut, oder? 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 Also mir hat es gefallen, ich habe überlebt, alles ist gut. Kristallsegen nehmen wir mit. Eines frage ich mich schon die ganze Zeit, Solus. Woher wusstet ihr, wo wir sein würden? Die Bresche hatte sich geöffnet. Wir waren in heller Aufregung und hatten kaum Zeit nachzudenken. Und plötzlich wart ihr da. Ich wollte mir die Bresche selbst ansehen. Ich wusste nicht, dass ihr dort sein würdet. Ihr könnt nicht weit weg gewesen sein. Das ist richtig. Ich wollte hören, was das Konklave ergeben würde, ohne mich ihm allzu sehr zu nähern. Das war dann wohl unser Glück. Cassandra ist aber ganz schön misstrauisch. Ne? Zu Recht oder nicht? Aber ich glaube, das ist einfach ihr Ort von der Cassandra. Ey, da ist doch sicher irgendwo mal was drinnen, oder? Na gut. Da sind lauter rote Punkte auf meiner Karte. Ich gehe jetzt einfach lieber weiter. Ich hab keinen Heiltrank. Aber da muss ich jetzt gleich mal das Lager kommen, was ich aufbauen kann. Okay, ich muss da ein bisschen. Ja, ist ja perfekt. Warnung. Da ist doch was, oder? Nee, okay. Oh, habt ihr es gesehen? Also, ihr habt da jetzt gerade was Interessantes entdeckt da drüben. Und ich gehe über Stock und Stein. Ist das mein Lager, was ich aufbauen kann? Nein, kein Kampf. Kämpft zu mir, Leute. Wir können uns keinen Kampf leisten. Muss ich auf den Berg? Karte. Vielleicht. Okay, da ist ein Bär hinter uns her. Scheiße. Da, Lager! Ach du Scheiße, ist ein Wolf! Oh Mann, ach du Scheiße! Ach, kacke, Leute. Der Bär lebt. Ah, no. Bären! Alter, willst du mich ver... Lyrium-Schmuggler. Bär, ich mag da nichts da. Oh Gott, was hat sie für Fähigkeiten? Schildschlag.
Schildwall. Das glaube ich, hört sich gerade im Moment besser an. Okay, Schildwall, schleich dich, du kannst da gar nichts. Mann, ich gebe da oben gerade irgendwas ein. Kannst du aufhören damit? Wie geht das weg? Ich krieg das immer weg. Da steht Konsole. Oh nein, jetzt warte mal. Ich muss mich jetzt mal jetzt konzentrieren. Ich habe ein bisschen Scheiß gemacht. Oh, das geht so irgendwie, oder? Ja, ich weiß. Ich bin der Profi. Mann, ich will doch jetzt nicht sterben. Lauf. Schau mal, die haben Totenköpfe sogar oben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die kennt man. Okay. So, lass mich auf. Ich zweifle, dass das die letzten waren. Kommt schon. Varric! Du lebst! Sie leben alle! Wahrscheinlich, weil ich aus dem Kampf gegangen bin oder irgendwie so. Das ist ja geil. Schaut mal, wir können jetzt dazuschauen und kriegen dann die Erfahrungspunkte. Okay, wir dürfen nicht vergessen, ihn zu plündern. Okay, abstauben. Abstauben! Hey! Scheiße. Hey! Oh ja. Yeah. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Was denkt ihr? Lagern wir hier oder ziehen wir weiter? Psch, psch, psch. Wow. Das war jetzt aber schon hart. Aber Verzeihung. Tränke haben wir Macht plus 1. Ja, Obsidian braucht man da noch. Wow. Eine Sehenswürdigkeit direkt hinter uns. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, ich habe nicht gefragt. Halt doch deinen Mund. Oh, scheiße, ja, ich muss ja alle plündern. Na Gott, das sind jetzt die ganzen Zettel und so. Wieso müsst ihr euch zurückziehen? Auf immer Wiedersehen! Ach du Scheiße, Mann, Leideln, die sind ja voll zach! Ist er jetzt wieder da? Nee, Schatz.
Wow. Das ist aber... Lyrium-Schmuggler. Ey, jetzt ohne Witz, mir macht das wirklich fertig, so wie jetzt ein Rettet Derek, wie sie gesagt hat, aber der ist ja gar nicht in Gefahr so. Das nervt mich, das irritiert mich voll. Oh nein, da unten ist schon wieder ein Bär. Also von den Bären, ich könnte mich wirklich fernhalten. Embryo. Da ist die Sehenswürdigkeit. Oh, lesen! Grabstein. Sennas Schrein. So, mickriger Schrein. Geliebte Senna, möge deine Asche von Falondin gesammelt und sicher getragen werden, nach den langen Jahren, in denen du mich getragen hast. Okay. Oh ja. Und zumal schaut gefährlich aus. Das sind ja schon wieder so Typen. Hey. Aber das sind nicht dieselben. Also bin ich jetzt nicht im Kreis gelaufen. Green. Was ist das da? Ach! Die haben wieder was gefunden für uns. Hey, danke, Kumpels. Darf ich das auch haben? Sie haben einfach gar nichts für mich. Dann nehme ich halt dies. Ein neuer Plan. Gar nichts habt ihr! Mann, Lügner! Entschuldigung, ihr macht tolle Arbeit für die Inquisition. So, und jetzt aber weiter. Leute, wir müssen da schon mal was machen. Ah, ja. Da ist ein Riss. Aber wir gehen jetzt in Machenschaften der Kater, finde die Söldnerfestung. Gerne da jetzt ein straight hin, weil wir sind gut. Embryo. Es fällt mir schon schwer, die Sachen da liegen lassen. Da ist ein Holzlager. Oh Gott, das wäre scheiße. Oh ja, ja. Lass mich schon wieder ab. Kann ich das. Ja, sicher kann ich das beschlagnahmen. Mehr Holz für die Inquisition. Aber jetzt gehen wir da hin. Ich lass mich nie von irgendwas ablenken. Aha. Da hinten sehe ich schon leider umhergurken. Und das schaut irgendwie nach Höhleneingang aus, oder? Oh, da ist eine Burg! Da ist ein Bär! Kommt der da jetzt her? Der ist aber schnell unterwegs. Jetzt mal, geh lieber da hin. Leute, kämpft darüber, da sieht er uns nicht. Ich habe so einen Bären oder so in echt einmal, also in freier Wildbahn zu begegnen, das ist. Glaube ich auch nicht ohne. Hey. Kämpft's, Leute! Die kämpfen gegen den Bären! Ja, ja, macht's ja nur. Upsi. Elfenwurzel.
Spindelkraut oder Marsha Suffixor mit. Schon da interessant, dass der Weg da. Elfenwurz. Na komm, wenn es am Weg liegt, dann nehme ich es mit. Aber ich bemühe mich eh schon, dass ich jetzt, wenn es jetzt so ewig weit weg ist. Okay, aber das muss ich mitnehmen. Bin nicht da! Habt ihr gehört, was der gesagt hat zu mir? Das hast du verdient. Bastard. Tot! Oh, da ist noch wer, oder was? Verzeihung. Nacktotem. Da. Was ist denn? Was ist denn? Varric? Was ist passiert? Da liegt wer oder was? Lyrium. Pirscher. Ah ja, die sind ja unsichtbar. Die können sie ja unsichtbar machen. Habt ihr schon immer allein gelebt, Solus, als Abtrünniger in der Wildnis? Die meiste Zeit über schon. Ist das nicht unglaublich? Andere Leute können ebenfalls zermürbt sein. Insbesondere Menschen. Das ist ein ausgezeichnetes Argument. Oh, das ist ein Riss. Ey, diese Pirscher sind ganz schön zart. Also, sie sind jetzt nicht stark. Okay, also der hat ja jetzt einen Totenkopf da drüber gehabt. 12. Also das heißt, das ist nicht gut. Campsledden. Das ist nichts für uns. Es liegt am Weg. So. Oh, ein Wolf. Oh Gott, das tut mir immer so leid, die armen Tiere. Ich kämpfe nicht gern gegen Tiere. Sie haben angefangen. Das war nicht mein Schuld. Hundsleder. Warum tatzen das? Hundis, warum? Ah, sie haben halt auch nur Hunger. Okay, eigentlich müsste ich jetzt eine Folgenpause machen. Weil mich halt eigentlich meine Folgen kürzer halten. Weil mir ist gesagt worden, eine Stunde ist zu lange. Und deshalb, liebe Leute, schaut's da, glaubt's, können wir da durchgehen? Das probieren wir nur aus, weil dann kann ich halt die da vorne einfach stehen lassen. Okay, warte mal, da ist ein. Meistens immer ein Geheimnis hinterm Wasserfall. Ja, könnt ihr euch merken. 100 Gold, Schild. Geil. Und wir kämen sogar rüber. Ich denke, Honig? Das Lager dieser angeblichen Banditen... Ach so, nein, Obsidian brauche ich ja. Okay, ja, aber das machen wir... Da ist nur Onyx. Okay, den muss ich aber nur einsammeln. Leute, Folgenpause. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin.